I am the Jochen, das ist der Frühsport für Dienstag, den 15. Oktober 2024. Schönen guten Morgen. Wir starten mit Fußball Nations League. Deutschland hat gestern gegen die Niederlande gespielt und gewonnen mit 1:0. Und Ungarn hat 2:0 gewonnen bei Bosnien-Herzegowina. Wir gucken uns die Gruppe mal an und stellen fest, dass ich gestern nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Ich habe nämlich übersehen, dass es noch direkt das Duell gibt zwischen Niederlande und Ungarn. Wir haben in der Gruppe jetzt Deutschland 10 Punkte vorneweg. Niederlande 5, Ungarn 5, Bosnien-Herzegowina 1 Punkt. Und am nächsten Spieltag im November heißt es Niederlande gegen Ungarn. Und das heißt, nur einer dieser beiden wird Deutschland überhaupt noch überholen können, rechnerisch. Der andere nicht mehr, Bosnien auch nicht mehr. Das heißt, die deutsche Mannschaft ist bereits vorzeitig fürs Viertelfinale und damit für die Playoff-Runde der Nations League qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs von Julian Nagelsmann. In der anderen Gruppe, die gestern gespielt hat, Gruppe 2, da hat Italien 4:1 gegen Israel gewonnen und Frankreich 2:1 in Belgien. Und hier sieht es jetzt so aus, Italien 10 Punkte, Frankreich 9, Belgien 4, Israel 0. Das heißt, Israel ist raus aus dem Rennen um den Titel hier. Und die Belgier könnten nur noch wirklich mit sehr theoretischen Kids noch, jetzt nicht wieder das Falsche sagen, wenn die ihre beiden Spiele gewinnen, die Belgier, haben sie 10 Punkte. Doch, Belgien könnte noch theoretisch sich qualifizieren, aber ich sehe es tatsächlich nicht mehr so. Ich glaube, das Ding ist durch mit Frankreich und Italien vorneweg. Ansonsten die Nations League B, das sparen wir uns jetzt einfach mal, glaube ich. Und Nations League C, Schweden hat gewonnen, 3:0 in Estland, guck mal an. Nee, aber wir machen einen großen Ergebnis-Roundup dann, wenn der Spieltag komplett rum ist, hatte ich ja schon mal gesagt. Heute geht es weiter in der Liga A mit den vorerst letzten Spielen für diesen Doppelspieltag. Aus den beiden noch offenen Gruppen, da haben wir alles um 20.45 Uhr. Wir haben Polen, Kroatien, wir haben Schottland gegen Portugal, wir haben Schweiz, Dänemark und Spanien, Serbien und das alles natürlich auf der Zone im Einzelspiel, nicht in der Konferenz, wie gewohnt. Dazu noch Nations League C mit unter anderem Kosovo gegen Zypern, Litauen, Rumänien, wer sowas gerne sehen mag. Soll's gucken. So, Ergebnisse gibt es dann wieder hier bei mir, das ist klar. Dann haben wir U21-Qualifikation. Die deutsche Mannschaft ist bereits qualifiziert für die EM, hat noch ein Quali-Spiel offen in Polen um 17 Uhr heute live zu sehen bei Pro7 Max im Free-TV oder auch auf ran.de könnt ihr das ebenfalls streamen. Wo es noch richtig um was geht, ist die WM-Qualifikation in Asien. Da gibt es weitere Spiele heute, 3 Stück davon zu sehen bei Sport Digital. Und zwar gibt es erst um 12.35 Uhr Japan gegen Australien. Bitte fragt mich nicht, warum diese komische Uhrzeit gewählt wurde. Warum 12 Uhr? Das ist echt kurios. 12.35 Uhr, weiß ich nicht. Dann gibt es, das ist auf Sport Digital Fußball. Dann gibt es bei Sport Digital Live, gibt es China gegen Indonesien um 14 Uhr. Dann gibt es auf Sport Digital Fußball wieder um 16 Uhr Usbekistan gegen die Vereinigten Arabischen Emirate und um 18 Uhr Iran gegen Katar, wenn jemand Lust hat reinzugucken. Und wenn ihr entsprechend versorgt seid mit Magenta Sport und oder The Zone, könnt ihr da ja auch Sport Digital Übertragungen sehen, aber nicht alle, weil ich glaube, so ein Sport Digital Live, das läuft nicht dort. Guckt einfach mal rein zu den angegebenen Uhrzeiten oder schaut einfach bei mir vorbei. Wir werden auch zu dieser WM-Qualifikation mal ein kurzes Update machen, wenn dieser Spieltag dann rum ist. Frauenfußball-Bundesliga, da mache ich jetzt das kurze Update. Frankfurt gewinnt gestern Abend 6:0 gegen Freiburg. Huiuiui. Und damit ist Eintracht Frankfurt der neue Tabellenführer in der Frauen-Bundesliga. Na, guck mal einer an. Die Bayern also gestürzt durch Niederlage in Wolfsburg am Wochenende. Schön, dass da ein bisschen Spannung reinkommt. Machen wir weiter mit noch nicht Tennis, weil Tennis wird gleich noch ein Schwerpunktthema sein heute hier. Wir gucken mal auf ein paar andere Ergebnisse. Handball-Bundesliga, Leipzig gewinnt gegen Erlangen. Das war noch das Montagsspiel, was offen stand. Tabellarisch, ja, jetzt nicht weiter von Bedeutung, um ehrlich zu sein. Heute geht es dann im Handball weiter europäisch, und zwar mit der European League. Da spielen die 4 deutschen Teams allesamt wieder. Und alles live auf The Zone zu sehen. 18:45 Melsungen gegen Vardar und THW Kiel bei Vojvodina. Um 20:45 haben wir Flensburg-Handewitt bei Karviná und dann um 22:30, ungewöhnlich späte Zeit, VfL Gummersbach zu Gast in Hafnarfjörður. Wer Lust hat, diese Spiele zu gucken, ich hatte es schon gesagt, der ist auf The Zone gut aufgehoben. Dann gibt es einen kurzen Blick meinerseits zum Basketball. Da hat Ulm gestern verloren im Eurocup bei Beşiktaş. Und heute gibt es in Sachen Basketball die Euroleague um 19:30 Alba Berlin gegen Lyon und dann um 20:45 die Bayern bei Partizan Belgrad.
Es gibt alles auf Magenta Sport dadurch und auf Magenta Sport Sport gibt es ab 20 Uhr eine große Euroleague-Konferenz mit den Spielen des Abends. Da dürften auch dann die Partie zum Beispiel von Bayern München mit drin sein. Ob sie Alba Berlin noch mit reinnehmen, weiß ich nicht. Müsst ihr mal gucken. Aber 20 Uhr, wer kein Magenta Sport hat, aber Magenta TV, der kann da gerne ab 8 Uhr hier mal für Umme reingucken. Im Eurocup haben wir Hamburg Towers, die spielen gegen Cluj-Napoca um 19:30 Uhr. Das gibt es auch auf Magenta Sport zu sehen. Und in der Champions League, das gibt es dann wohl auf Dein Sport, soweit ich weiß, Telekom Baskets Bonn gegen AEK Athen. 20 Uhr geht es hier los. Dann geht es weiter in der Eishockey Champions League heute mit zwei Spielen, beide zu sehen bei Sport Deutschland. Nämlich die Fischland Penguins um 19 Uhr bei Skellefteå und dann die Straubing Tigers um 19:45 Uhr bei Fribourg-Gottéron. Was haben wir noch? America's Cup vom Segeln, kurze Info. Da hat Team New Zealand auch das vierte von vier Rennen gestern gewonnen. Führen also jetzt 4:0 gegen Team Ineos. Also ich denke mal, die Neuseeländer ja, stehen kurz vor dem Sieg. Und drei Rennen brauchen sie noch. Es gibt noch maximal 9. Von denen müssten sie halt 3 noch gewinnen. Es geht morgen weiter, am 16. Ich werde wieder Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Die deutschen Mixcurler haben verloren in ihrem vierten Spiel in der Weltmeisterschaft und zwar gegen Kasachstan, deutlich mit 3:11 und damit jetzt bei 2:2 stehend, ich sag mal so, mäßige Chancen noch aufs Weiterkommen. Aber noch ist nichts verloren. Klare Sache das. Ich schulde euch noch die Sieger vom Chicago-Marathon, die sind insofern interessant. Erstens gut, weil sie beide aus Kenia kommen, ist jetzt nicht so richtig krass. Krasse Nummer, das passiert öfters mal. John Courier hat bei den Männern gewonnen und dann aber Ruth Chapman-Gettich hat gewonnen bei den Frauen und zwar mit Marathon-Weltrekord. Das ist so eine Meldung wert, würde ich mal sagen. Also aktuelle Weltrekordhalterin im Marathon, 2 Stunden 9 Minuten 56 Sekunden und damit wahrscheinlich ungefähr 14 Stunden schneller als ich. Aber sie hat da den neuen Weltrekord aufgestellt und das wollen wir hier natürlich auch würdigen. Herzlichen Glückwunsch. So. Dann gehen wir zum Baseball. Da haben die LA Dodgers das erste Spiel ihrer Halbfinalserie gewonnen gegen die New York Mets. Klar mit 19:0. Im zweiten Duell läuft jetzt gerade, führen die Mets aber in Los Angeles mit 6:1. Das sieht also sehr gut aus. Ich denke mal, die Serie wird gleich ausgeglichen sein, wenn das Ding rum ist. Und dann wird es quasi wieder von vorne losgehen. So ist das nun mal. Weiter im Text, ich umschiffe immer noch Tennis, heb's mir noch ein bisschen auf, Basketball hatten wir, Handball hatten wir, Baseball hatte ich gerade erwähnt, Fußball-Weltquali gibt es noch aus Südamerika, da gucken wir auch dann in der Woche nochmal drauf, wenn es rum ist. Ach ja, hier, das wollte ich noch erwähnen, stimmt, da war ja noch was übrig. Und zwar Women's NBA-Finale, da gibt es die Finalserie zurzeit, es wird gespielt Best of 5, soweit ich weiß. Und die New York Liberty haben ausgeglichen gegen Minnesota zum 1:1. Das Ganze deswegen interessant, weil bei New York Liberty spielen ja zwei deutsche Nationalspielerinnen, nämlich Niara Sabayi und Leonie Fiebig. Jetzt also hier 1:1. Wir behalten auch da mal ein Auge drauf und gucken mal, ob unsere beiden Mädels da in diesem so erfolgreichen deutschen Basketballjahr oder Jahrrennen, letztes Jahr war ja auch schon so ein Bringer, vielleicht sogar noch einen draufsetzen können und hier diese Meisterschaft gewinnen. Jetzt geht es zum Tennis rüber. Aus deutscher Sicht, was ist passiert? In Almaty ist Justin Engel, den hatte ich gestern schon angekündigt, als habe ich noch nichts von gehört, bleibe ich auch dabei. Der ist ins Achtelfinale eingezogen, guck mal an. Ebenso wie Maxim Matarak, Glückwunsch. Dominik Köpfer in Antwerpen ausgeschieden, Tamara Korpatsch in Ningbo doch noch ins Hauptfeld gerutscht. Die hat zwar die Quali verloren, aber als Lucky Loser ist er reingerutscht und hat dort prompt ihr erstes Spiel gewonnen. Glückwunsch auch dahin. Ella Seidel in Ningbo im Doppel aber draußen und Franzen Jevens im Doppel auch gleich in der ersten Runde raus gegen Erla Miedler in Antwerpen. Bam. So, das war das. Das waren die Tennisergebnisse vom gestrigen Tage noch. Wer spielt heute? Gucken wir drauf. Ella Seidel spielt um 8. in Ningbo. Dann Eva Lüss und Laura Siegemund in Osaka. Yannick Hanfmann spielt Doppel in Antwerpen noch. Laura Siegemund Doppel in Osaka. Und das alles gibt es dann zu sehen in den berühmt-berüchtigten Sky-Konferenzen. Da geht es heute los um 8 Uhr. Herrentennis, Damentennis, der ganze Wumms kreuz und quer durcheinander. Also nicht allzu durcheinander. Da passt schon ein Regisseur auf, dass das einigermaßen funktioniert. So, und dann kommen wir zum Tennis. Und zwar zum Thema Jahresabschlussranglisten. Wir haben zum Tennis-Jahresabschluss immer die ATP-Finals und die WTA-Finals. Wir fangen mal an bei den Herren. ATP-Finals, 10. bis 17. November. Das sind jetzt noch genau 4 Wochen. Dann geht es hier rund, 3,5 sagen wir mal, in Turin.
Die besten 8 im Einzel, die besten 8 im Doppel werden dort dabei sein. Letztes Jahr hat Novak Djokovic hier den Titel errungen und im Doppel Ram Salisbury. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir haben interessanterweise im Herren-Einzel erst 3 Festqualifizierte, weil ja auch zum Beispiel noch ein Tausender-Turnier aussteht in Paris. Und es war in den letzten Jahren oft so, dass ich erinnere mich immer an Jack Sock, der dieses Ding da gewonnen hat in Paris, das letzte Turnier, und hat sich damit noch reingespielt ins Feld, obwohl er nie vorher irgendwie da groß zur Debatte stand. Es kann dies ja wieder passieren. 3 Herrschaften stehen bereits fest, die teilnehmen dürfen. Jannik Sinner, Alexander Zverev und Carlos Alcaraz im Einzel bereits qualifiziert. Der aktuelle Stand dann im Rennen sieht so aus. Medvedev wäre momentan als 4. dabei, Taylor Fritz an 5, Djokovic 6, Casper Ruud an 7 und Andrei Rublev an 8. Die wären momentan qualifiziert, aber es gibt noch eine richtig lange Reihe von Menschen, die das auch noch wollen, da mitspielen. Zum Beispiel auf 9 Alex de Minaur, der ist ganz nah dran, Dimitrov auf 10, Tommy Paul auf 11, Tsitsipas 12, Hurkacz, Tiafoe, Rune, Musetti, Draper, Fies, Humbert, Korda. Alle noch in Schlagdistanz und dann ist noch einiges zu tun, denn wir haben ja noch ein paar Wochen Turniere. Und die müssen natürlich jetzt ordentlich auch ranklotzen, um noch Punkte zu sammeln. Ist ganz witzig, jetzt diese Woche, wo nur kleine Turniere anstehen, also Almaty, Antwerpen und Stockholm, sind die Top 6 vom Ranking nicht mit dabei. Die ruhen sich jetzt aus und ja, spielen hin aufs Pariser Tausender-Turnier. Und die Verfolger sind natürlich dann alle am Start. Und jeder Punkt kann ja hier dann noch irgendwie wichtig sein, ne? Mal gespannt, wie es ausgeht. Im Doppel sind 3 Doppel jetzt qualifiziert. Da hat sich als drittes... Nach dem bereits länger qualifizierten Arevalo-Pavic und Granovia Ceballos haben sich jetzt auch noch Bolelli Vavasori qualifiziert. Wir gucken auch hier aus deutscher Sicht drauf und sehen Krawitz Pütz auf Platz 6 im Ranking liegen. Das wäre momentan die Qualifikation, sieht sehr gut aus. Purcell Thompson, Bopana Ebden und Kolov Mektic, auch bei denen sieht es momentan nach einer Qualifikation aus. Hinweis, Heliovara Petten, die wollen wir auch nicht vergessen, die haben nämlich Wimbledon gewonnen im Doppel. Und wenn die am Ende des Tennisjahres, also in 3 Wochen, dann unter den Top 20 stehen, und momentan sind sie auf Platz 8, dann sind die auch dabei, egal wie viele Punkte sie haben. Das ist ja so eine Regelung, ne? Wenn Grand Slam Turnier gewinnt und in den Top 20 steht am Schluss, der ist auf jeden Fall dabei, der muss nicht in den Top 8 stehen. Und dann fällt nämlich der 8. Platz quasi weg. Da hoffen auch noch andere drauf. Wir bleiben auch hier gerade mit Krawitz Pütz mal mit einem Auge drauf. Wäre cool, wenn wir ein deutsches Doppel und einen deutschen Einzelspieler mit dabei hätten dann in Turin. Bei den Damen-WTA-Finals, da gab es am gestrigen Tag oder vorgestrigen Tag einen großen Rundumschlag. Da haben sich nämlich 4 Damen im Einzelnen neu dazu qualifiziert. Bisher standen schon Swiatek und Sabalenka fest. Jetzt Gauff, Paolini, Rybakina und Pegula neu dabei. Das heißt, 6 von 8 haben wir hier schon. Liegt aber auch daran, dass A, bei den Damen kein Tausender-Turnier mehr ansteht, wo man nochmal richtig große Sprünge machen kann im Ranking, und B, die Finals hier eine Woche vorher starten, am 2. November nämlich schon. Das heißt, das sind jetzt schon nur noch 2,5 Wochen, bis es da losgeht. In Riad findet es jetzt statt. Letztes Jahr im Einzel Iga Swiatek gewonnen und im Doppel, wir erinnern uns, Laura Siegemund mit Vera Svonjareva. Die werden aber als Doppel so nicht starten. Wir gucken mal, ich sehe gerade, es ist noch eine Spielerin qualifiziert fürs Einzel, die ich jetzt gar nicht genannt habe, nämlich Barbora Krejcikova. Die hat ja schließlich auch, wollen wir nicht vergessen, Wimbledon gewonnen. Da gilt dieselbe Regelung, die ich gerade im Herren Doppel schon zitiert hatte. Egal, wo die steht am Ende, wenn die in den Top 20 landet, und das sieht sehr, sehr gut aus, noch eine Woche früher, die wird nicht mehr aus Top 20 rausfallen, dann ist sie dabei, hat dann den 7. Platz sicher, dann ist nur noch einer offen, den hat momentan Qinwen Sheng und wird noch verfolgt von unter anderem Navarro, Collins, Kasatkina, Badosa. Ja, aber die müssen sich schon strecken, weil Sheng hat schon ziemlich einen Vorsprung. Es ist halt eben nur dieser eine Platz frei. Und es gibt keine 1000 Punkte mehr. Was ich sagen wollte, also da gibt es auf jeden Fall keine deutsche Teilnehmerin im Einzel, im Doppel bei den Damen. Sieht es so aus, dass bereits qualifiziert waren Kitschnok Ostapenko, Suvej C. Mertens, Dabrowski Routliff, Rani Paolini und Siniakova Townsend. Jetzt neu dabei seit gestern Dolheid Krawczyk. Damit sind wir schon bei 6 Doppeln mit dabei. Es kommt jetzt Siniakova Townsend wieder dieselbe Regel. Die haben auch Wimbledon, ist immer Wimbledon komischerweise, siehst du, die haben auch Wimbledon gewonnen, sind damit unabhängig von ihrer Punktezahl dabei. Die wären aber auch mit ihrer Punktezahl momentan in den Top 8. Das heißt, hier noch 2 Plätze frei und da haben wir nur noch Teams zur Verfügung und deutsche Mitspielerinnen. Das heißt also auch Laura Siegemund, weil sie doch zu oft die Partnerin wechselt. Ich glaube, das ist das Problem. Du musst dich als festes Doppel hier fürs Ranking qualifizieren. Und Siegemund hat ja jetzt gerade zuletzt mit Beatrice Haddad-Mayer wieder gespielt. Das ist natürlich hierfür natürlich dann nichts für dieses Ranking, weil dann schafft es nicht. Das ist immer das Ding. Bisschen schade, aber das heißt, die WTA-Finals werden wohl, wie es aussieht, ohne deutsche Beteiligung dieses Jahr stattfinden. Aber so ist es dann. Wir drücken bei den Herren weiterhin die Daumen.
So, und dann noch der kurze Hinweis, wo wir gerade bei den Jahresabschlussturnieren sind. Es gibt natürlich auch wieder die Next Generation ATP Finals. Die sind diesmal aber ganz, ganz anders. Die sind im Dezember, ganz der Woche vor Weihnachten, und zwar in Jeddah, Saudi-Arabien. Da ist auch kein Deutscher weit und breit in Sicht, der sich dort qualifizieren könnte für alle Herrschaften, die Jahrgang 2004 und jünger sind. Und bei den Damen gab es die Elite-Trophy für viele Jahre lang zum Jahresabschluss. Die gibt es nicht mehr. Die ist eingestellt worden. Die gab es letztes Jahr noch ein letztes Mal. Und die haben sie abgeschafft. Das heißt also, wer darauf hinfiebert oder wartet, der wird enttäuscht. Davis Cup Finals gibt es noch und die Billie Jean King Cup Finals gibt es ja auch noch. Beides mit deutscher Beteiligung. Dann auch im November noch. Also wird ein schöner Tennismonat noch, der November, aber da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist, würde ich sagen. So, jetzt habt ihr erstmal den aktuellsten Stand zu den ganzen Races hier. Nicht wirklich mit ganzen Roses. Oh Mann. Und damit beende ich jetzt mal besser dieses Video, würde ich sagen. Danke, dass ihr es lang ausgehalten habt. Ich meine, der Gag war am Schluss nochmal okay, dafür, dass ihr es lang ausgehalten habt. Ich weiß, ob es wirklich wert war, aber werden wir sehen. Morgen ist auf jeden Fall Football dran. Da gucken wir drauf. Unter anderem werde ich euch erklären, wie es sein kann, dass die Dallas Cowboys 9-47 verlieren zu Hause gegen Detroit. Nein, das kann ich mir selber nicht erklären, muss ich gestehen. Aber ich werde es zumindest nochmal morgen vermelden. Dann gucken wir auf den Gesamtspieltag der NFL wieder drauf und auf das nächste Wochenende, wo ist was zu sehen und so weiter. Ihr kennt ja das Spielchen. Das machen wir dann morgen im allmittwöchlichen NFL-Special. Plus natürlich noch Nations League und Tennis und was halt noch so ansteht. Ihr wisst, wie es ist. Donnerstag dann. Donnerstag machen wir, glaube ich, dann WM-Quali. Rundumschlag. Also Südamerika und Asien. What happened this week? Und Freitag bereiten wir uns dann aufs nächste Bundesliga-Wochenende vor. So machen wir das. Ich hoffe, wie lang der Finger ist, wenn er Richtung Kamera hier geht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Eine Umfrage habe ich noch gestartet hier auf dem Kanal. Und zwar geht es um die letzte Woche. Da habe ich ja wieder mal diese Shorts von unterwegs, da von meiner Interrail-Tour, gepostet. Genau wie in Paris. Da hatte ich ja auch diese Shorts drin mit Baguette und Croissant. Ihr erinnert euch. Einfach generell die Frage, ob euch sowas überhaupt hier interessiert auf dem Kanal. Einfach mal anklicken, wenn ihr sagt, Mensch, komm, ist witzig. Gucke ich mir auch mal an. Ist eine Auflockerung zwischen dem ganzen Sportkram. Oder ob ihr sagt, nee, komm, das ist ein Sportkanal. Bleib doch bitte bei deinen Leisten, mein lieber Schuster. Das ist hier Reisecontent. Das ist kein Reisekanal, auf dem du hier bist. Einfach mal kurz anklicken, damit ich mal eine Tendenz habe, ob ich euch mit sowas dann doch eher nerve, langweile oder auch begeistere. Das wüsste ich einfach gerne. Ich mache es hier für euch. Und deswegen einmal kurz klicken und abstimmen. Und dann bin ich morgen ein bisschen schlauer, glaube ich. Das war's für hier. Schönen, was haben wir, Dienstag. Und danke fürs Zuschauen.